So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker, eigentlich wollte ich ja SMW weitermachen, aber der liebe Markus hat mich angeschrieben und gefragt, machst du denn Zuschauerlevel auch? Und bei sowas bin ich natürlich immer neugierig und kann nicht Nein sagen. Ich habe jetzt seine ID hier. Wir gucken ganz kurz, was beim Ninja Speedrun rausgekommen ist. Das sieht aber nach... Oh, es war allerdings knapp diesmal mit den 3 Sternen. Sheesh. Das war gar nicht mal so gut. Es hätte besser laufen können. Okay, aber okay. Ja, und ich habe jetzt seine ID hier, die ich mal eben eintippe, hat geschrieben, kannst dir mal 1 bis 2 Level raussuchen. Mal gucken, wie viele er hat. Ich kann mich doch nie entscheiden. Ich hoffe, sie sind nicht schwierig. Ich habe schon genug Leute, die schwierige Level bauen. Wobei Twax ja aktuell gar nichts mehr baut. Eigentlich baut gerade nur Rasierer, wenn ich so genau drüber nachdenke. Von denen, die hier zuschauen vor allem. So, Frank baut natürlich noch Level, aber der guckt ja nicht zu. Okay. So, da lächeln uns schon... Lächelt uns schon einen Kollege an. K.Marsi heißt er hier also. Passt ja zu Markus. So, hochgeladene Level. Was haben wir denn? Oha! Ach du. Puh. Ich und Entscheidungen. Na, dann gucken wir uns einfach mal das Neueste an. Fangen wir mal damit an und gucken mal, was er so, wie er so baut. This is Pompom's first castle with some spiky enemies. 2,22 Weltrekord. Ja, sieht nach einer ordentlichen Rate aus. Gucken wir mal rein. Ich bin gespannt. So. Machen wir einfach noch eine weitere Runde Maker, bevor wir wieder zu SMW zurückkehren. Vielleicht kann ich auch ein bisschen abwechseln einfach. Wir werden sehen. Denn ich denke, der nächste Deck wird dann doch ein bisschen größer sein als die... Ja. Wow, was spiele ich denn gerade zusammen? Oh, da brauche ich die Bomben. Okay. Kommen Sie mal her, meine Dame. Wofür eigentlich? Achso, für ein Leben. Ich wollte gerade sagen, da geht es ja gar nicht weiter. Wofür brauche ich die überhaupt? Okay, so, jetzt aber. Ah, ich brauche die Bombe aber für die Wand da drüben. Ja gut, das kriegen wir hin. Bam. Da wahrscheinlich wieder für ein Leben oder ist da irgendwas Wichtiges drin? Oh. Kann ich das nicht? Warte mal. Nee, ich glaube, das kann ich nicht. Stimmt, ich brauche den. Ja, dann komm mal her, Kollege. Hätte ich gar nicht... Was ist denn jetzt, wenn ich den kaputt mache mit einer Bombe? So, dann habe ich mich aber komplett... Dann habe ich ein Problem. Geht er mit einer Bombe überhaupt kaputt? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe... Wait, ich muss da eine Bombe hochnehmen. Aber ich kann auch... Kann ich auch hier raus? Oh. Oh. Okay, ist dann das andere vielleicht ein Alternativweg? Okay, da gibt es noch einen Pilz. Wait! Dann kann ich das ja anders machen. Bam, 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 bam. Kann ich das ja theoretisch so machen. Oh, shit. Das hat ja nicht funktioniert. Sind die jetzt kaputt schon? Bleiben? Ja, die Blöcke bleiben kaputt. Okay, dann geht das schon. Dann funktioniert das natürlich schon. Jawohl. Wow, 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 wow. Gut, jetzt kann ich dadurch. Was mich direkt zum Checkpoint bringt. Okay. Wir werden uns dann nachher nochmal den anderen Weg anschauen. Mich interessiert es, wie es da weitergegangen wäre.
Oh. Da gibt es noch ein Leben. Okay, und jetzt kann ich die Box mitnehmen. Gut. Wie soll man denn da rankommen ohne Damage Boost? Huh. Ah. Ich werde das Gefühl nicht, dass man irgendwo einen Hammer bekommen kann, um so durch die Röhre. Wait! Nein. Das hat gar nichts gebracht. Das wäre für eine Bombe. Da kann man eine Bombe durchschicken. Ah, durch die Röhren kann man Bomben schicken. Ja, ja, da ist mein Hammer. Oh, und hier sind jetzt drei Türen für drei rote Münzen. Und wenn ich jetzt meinen Hammer verliere... Achso, ich muss die gar nicht kaputt machen. Ich kann. Ich muss aber nicht. Okay. Nummer 1. Ich wollte nicht wieder zurück, eigentlich. Nummer 2. Da wären Bomben, falls ich welche brauchen sollte. Okay, die Münze interessiert mich nicht. Die schon. Okay, das war kein Problem. Gut, und zurück. Easy. Okay, soweit so gut. Jetzt kann man hier durch. Sagt, jetzt können wir hier durch. Da gibt es nochmal einen Pilz. Und eine Box. Und es müsste ja noch Pop-Pop kommen. Hey, wo ist er denn? Doch, die da oben, ne? Ja, okay. Und das ist Ziel. Yay! Schön! Schön, schön! Okay. Zack, zack, zack. Ich bleibe aber dabei, mich würde sehr interessieren, was der andere Weg gewesen wäre. Vor allem, ich finde es cool, hier sind echt recht viele Secrets versteckt, so optionales Zeug. Und man hat hier nicht nur diesen linearen Verlauf, du hast sehr viel Secret-Kram, den du machen kannst. Der vor allem eben auf Bomben basiert. Na komm her. Was ich ganz interessant finde, also... Wow, geh her. Ich habe vor allem die Verwendung von diesem Springboard, von diesem laufenden Springboard bisher relativ selten gesehen. Höchstens mal in so Auto-Leveln halt. Und jetzt wäre die Frage, was passiert, wenn ich die hier durchschicke? Ach, da muss ich irgendwie reinkommen. Also dann bleibe ich da jetzt dabei, dass das nur mit einem Hammer geht eigentlich. Mist. Und jetzt komme ich da aber schon nicht mehr zurück. Okay. Wait. Ah, ich wollte gerade sagen, habe ich mich gesoftlockt? Nein. Hier ist meine Bombe, die ich brauche. Und hier ist dann mein Hammer? Ah, hier wäre vielleicht ein Hammer, wenn ich nicht dumm gewesen wäre. Ja, das ist nochmal ein komplett eigener Teil des Levels. Ein komplett eigener Levelteil, ne? Oh, du gibst mir... What? What? Okay.
Du gibst mir den Schlüssel. Und hier käme man wahrscheinlich raus, wenn man unten die Box benutzt. So, aber wo komme ich jetzt raus? Hier. Da gibt es jetzt einen Hammer, okay. Das ist ein komplett alternativer Weg. Das ist cool. Ach nee, jetzt komme ich hier raus. Ach so! Das war nicht alternativ. Ich hab's einfach nur gebreakt. Ach so war das gedacht und ich hab das mit der Bombe gemacht, die ich da bekomme. Ja gut. Das geht natürlich auch. Ah, jetzt wird hier ein Schuh draus. LOL. Jetzt wird hier ein riesiger Schuh sogar... Oh mein Gott. Jetzt wird hier ein ganz großer Schuh draus. Ach so. Ja, interessant. Okay. Und jetzt kann ich hier nämlich... mit genug Boxen mir einen Weg hier hochbauen, das Ding auslösen und jetzt käme ich an die Münze hier ran. Tada! Und dann muss ich erstmal wieder alles kaputt machen, was ich will. Okay, ja, und dann können wir den Rest des Levels. Dann kann man jetzt auch wieder rausgehen. Da habe ich das Level gebreakt. Ja gut. Geht natürlich auch. Das geht natürlich auch, ne? Okay, ja, schönes Level. Jetzt ist die Frage, was gucken wir uns denn noch alles von? Also das gefällt mir, wie er baut. Das gefällt mir sehr gut. Scary Symmetry, Realm of Fish, Bowser Jr. Sky Castle, Simple Cave, Ice Mountain Adventure, Lost Swamps, Boom Boom Swamp Castle, König Goombas neue Fabrik, Honeybee Mountain. Ah, oh, er ist mal deutsch und auch interessant. Der Fossilberg. Ah, der hat. Ich glaube, der hat von Anfang an ziemlich schön gebaut, wenn ich mir das so angucke. The Forest sieht auch cool aus. The Burning Forest. Okay, auch interessant. Ja, fangen wir doch mal unten an. Ein einfaches und entspannendes Unterwasserlevel mit vielen Münzen. Ja, dann auf geht's. Das ist doch jetzt entspannend. Einfach nur eine Schatzsuche. Warum nicht? Hat auch 80% irgendwie Quote gehabt. Also anscheinend einfach nur durch. Da kann man nicht sterben. Okay, man kann sterben. Wenn man komplett lost ist. Wie komme ich hier durch? Oh. Und wenn ich jetzt... Achso, gut, ich kann durch die Röhre wieder zurück. Ich wollte gerade wieder sagen, wenn ich jetzt aber den auslaufen lasse... Nein, ich komme ja durch die Röhre zurück. Lieben. Bam, 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 bam. Das Lied ist halt nach wie vor super. Da gibt's wieder ein Leben wahrscheinlich. Jo. Bim. 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 Da gibt's eine neue Blume. Leider haben wir hier keine Reservebox. Da gibt's noch eine neue Blume. Okay, hier gibt's noch mehr Geld und alles und das und viel und Zeug.
Und da ist das Ziel. Ja, nice. Oh yeah, Mario Time. So, der Rekord war wie viel? 40 Sekunden? Ich muss da mal ganz schnell was machen. Ihr entschuldigt mich, einen Moment. Oh Gott, der Fisch. Ah, der wird mich killen. Ah, so schön wie gerade wäre ich dann nicht dran vorbei. Okay, komm vorbei. Null. Bam, 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 bam. Wenn man jetzt halt ein Item hätte, könnte man schneller schwimmen. Aber den P-Switch muss ich leider drücken. Oh, die 40 Sekunden sind gar nicht so einfach zu brechen, glaube ich. Schnell durch. Schnell weiter. Geh weg. Ah, ich habe keine Zeit. Hat das gereicht? Nee, hat's nicht, weil ich bin doch jetzt bei 45, oder? 55? Müsste ich bei 45 sein. Oha, wie hat der denn 5 Sekunden mehr? Okay, keine Ahnung. Das lassen wir mal. Hat der es irgendwie geschafft, den P-Switch mit? Nee, kann nicht sein. Wait, jetzt kommt mein Trick 17. Moment. Das muss ich ausprobieren. Die Zeit müsst ihr mir geben. Das muss ich ausprobieren. Bin ich schneller, wenn ich das mache? Dab, 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 dab. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm raus. So. Nee, aber jetzt habe ich den ja... Wait, jetzt drücke ich den hier und dann ist der andere wieder unten, oder? Dann ist der wieder da. Und dann kann ich den mitnehmen. Bin ich jetzt vielleicht so schnell? Bin ich mit dem jetzt vielleicht wirklich so schnell, dass das die Zeit rausholt? Oh, was ist das denn nicht für eine Tür? Das ist die Tür. Hä, wo geht das hin? Hä? Nein, es waren die falschen Türen. Nein, ich... Boah, warum probiere ich, wenn ich... Boah, warum probiere ich, wenn ich gerade schnell bin, die Tür aus? Das war auch wieder komplett dumm. Okay, zack, 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 zack. Mitnehmen. Raus. Nein! So, drücken. Mitnehmen. Runter. Da war ich vorhin sowieso ein bisschen zu langsam. Das habe ich jetzt schneller hingekriegt. Dafür komme ich zu dir. Dafür versau ich mir jetzt die Tür hier. Dann muss ich neu starten, sorry. Das muss ich neu starten. I'm sorry. Wenn ich direkt mit dem P-Switch zurückkomme, ist er nicht wieder da, ne? Ich muss ihn drücken. Ich muss es kurz testen. Für die Wissenschaft. Ich muss ihn drücken. Oder ist es so auch wieder da? Nein, genau. Das ist nämlich das Problem. Ja. Genau das ist nämlich das Problem. Ich muss ihn hier oben drücken. Nur dann ist er unten wieder da. Also zack, zack, zack. Zack. Und go. Go. Das war gut. Jetzt schon nur durch die Tür erwischen. Nee, die... Oh Mann, das hat vorhin so gut funktioniert und jetzt versaue ich das jedes Mal. Meine hat jetzt nicht so viel Zeit gekostet, aber schon ärgerlich. Okay, let's go. Einmal komplett durch und dann hinten die Tür erwischen. Das ist wirklich die hinterste Tür. Oh Gott, das ist... Na, ihr merkt's, ne? Es ist... Aber ich schaff's wieder nicht. Jetzt müsste ich durchs Ziel. Schneller als vorhin, aber ich krieg den Rekord nicht. Okay, wir haben es probiert.
Wir haben es probiert. Ich habe 3 Sekunden rausgeholt. Jetzt müsste man noch perfekt durch die Türen kommen. Da verliere ich noch meine Zeit. Okay, lassen wir es. Das ist okay. Ich hab verstanden, wie der Rekord funktioniert. Das reicht mir. Gut, Wüste der Disco-Blöcke. 43%, 20 Sekunden. Dam, 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 dam. Holy moly. Da ist schon die Disco-Party. Ach, das sind die Disco-Blöcke. Wow, da bin ich aber ganz glücklich gelandet. Okay, das scheint wirklich ein ganz kurzes Level zu sein. Ja. Oha. Ah ja, okay. Gut, 20 Sekunden. Den hole ich mir jetzt aber. Ich will irgendeinen Rekord bei ihm haben. Den hole ich mir jetzt aber. 9 Sekunden aufholen. Let's go. Muss ich da viel Sokram machen? Wahrscheinlich ja. Nein, ich bin hängen geblieben. Das war schon wieder dumm. Muss nur ein bisschen auf... Ah, mein Gott, was tue ich? Nur bei den Sprüngen ein bisschen aufpassen, wollte ich gerade noch sagen. Und da war es schon zu spät. Okay, also bei dem Sprung da bitte ein bisschen aufpassen, ansonsten ist alles gut. Es ist so ärgerlich. Ist man eigentlich wirklich schneller mit den Weitsprüngen oder gerade im 3D-Dings, wenn man einfach nur rennt? Und man ist ja auch so schon enorm schnell, ne? Wenn ich da jetzt einfach nicht stoppe, müsste ich doch recht schnell sein. 79. Das kommt jetzt wirklich auf die Millisekunde an. Nein! Nee, das kommt jetzt wirklich auf die Millisekunde an. Ich mache jetzt mal ohne Weitsprung. Ich renne jetzt mal die ganze Zeit. Ich versuche jetzt mal dieses Tempo beizubehalten, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Und wenn das besser ist als gerade, dann weiß ich, ich muss nicht weit springen. 79 ist klar, dass es wieder 79 ist, aber welche Zeit? Also welche 00 hinten? Hat der das optimiert, dieser Kerl, oder was? Gibt's doch nicht. Nein! Das ist echt optimiert, ne? Das ist gar nicht so ein einfacher Rekord. Das ist gar nicht so ein einfacher Rekord. Was zur Hölle? Ah ja, jetzt aber hier. Komm schon. Ich weiß, es nervt euch, wenn ich das mache. Ups. Ich weiß, es nervt euch. Nee, das haut nicht... Ich glaube, es ist der Start. Ich kann ja zwischendurch nicht viel machen. Ich meine, wo kann ich zwischendurch nochmal Zeit gewinnen? Das ist so... Na, ich behalte dieses Tempo. Ich bleibe ja nirgendwo hängen.
Da kann ich vielleicht nochmal rutschen. Ist das vielleicht schneller? Wenn ich da nochmal rutsche? Aber das mache ich jetzt nicht. Also das fange ich nicht an. Wenn es jetzt nichts ist, dann ist es nichts. Ah, krass. Okay, lass mal das. Wer ist das? Nick oder Nick Rick. Ich kann es nicht lesen. Okay, brennender Falt. Da hat er auch schon wieder den Rekord, der Nick Rick. Das ist einer. Okay. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe, wie hier gespielt wird. So, dann hier. Hier brennt jetzt erstmal der Wald. Dann ist wieder ein Leben. Dann schauen wir mal, ob wir den Wald gelöscht bekommen. Oh. Aber es sieht schon ganz... Wow, wow, Checkpoint. Oh mein Gott! Zum Glück bin ich da gerade zufällig hochgeklettert. Oh mein Gott, der hat mich gekillt. Zum Glück bin ich da gerade versehentlich hochgeklettert. Ich finde das interessant, die Ranken so als Bäume zu verwenden. Das habe ich so auch noch nicht konkret gesehen. Es hat was. Oh boy! Okay, da gibt es wieder nur ein Leben und hier ist wahrscheinlich das Ziel. Nee, nix Ziel. Wait, ich will... Wo will ich denn? Hä? Wo will ich denn hin? Da war ich jetzt kurz erstmal komplett irritiert. Da war das Level noch nicht zu Ende, wie ich das eigentlich vermutet... Oh mein Gott. Wie ich das vermutet hatte. Okay, hier gibt's nix. Okay. Aber man muss echt aufpassen. Also. So, aber wie komme ich jetzt da oben? Ach, in der Box ist was drin. Nee, oder? Was ist in der Box? Leben. Hä? Ach, dann muss ich. Hä? Wenn die hochspringen oder was, muss ich dann unter denen durch? Ist es so gedacht? Anders kann ich es mir jetzt nicht mehr vorstellen. Boah. So, hier ist nochmal ein Pilz gewesen, ne? Also, wenn man da schnell durch will, ist das gar nicht so simpel. Okay, so. Neuer Anlauf. Die springen... hoch... Alter, was mache ich denn hier? Also außer schlecht spielen natürlich. Das ist aber auch wieder so ein Ding jetzt in meinem Kopf, dass ich da einfach nicht konzentriert durchkomme. Kann das Level ja nicht dafür, das Level ist gut. Das ist so wieder dieses typische, ich mache jetzt einfach immer wieder den gleichen Fehler und lerne nicht daraus. Genau das mache ich gerade wieder hier. Meine Nerven. Nein! Ist das nicht gerade schon das Feuer? Hä, kommt da immer das Feuer raus? Egal. So. Neuer Anlauf. Vorsichtig. So, jetzt gehen die hoch und dann gehe ich da rein. Okay. Sheesh! Wir haben das Feuer gelöscht. Oh, meine Güte. Und da wir jetzt das Feuer gelöscht haben, können wir uns jetzt natürlich nochmal den Wald ohne Feuer angucken. Da hat er natürlich jetzt auch den Rekord. Wenn das der gleiche Wald ist, kenne ich jetzt allerdings den Weg. Jo, das ist jetzt einfach das ganze Ding ohne die Feuerplattformen, ne? Das ist cool. Da
Das könnte man natürlich auch so storytechnisch so eine Geschichte einbauen. Entweder brennt halt erst der Wald oder der Wald brennt dann danach. Eigentlich theoretisch müsste es erst friedlich sein und dann brennt der Wald so als Finale. Aber ja. Gut, das war es dann natürlich, wenn man den... Na, weil das ist dann natürlich das Einfachere. Wenn das als zweites kommt, in der Story, wäre es komisch, weil es halt einfacher ist als das erste. Ich hoffe, ihr wisst, was ich sagen will. Ich weiß es gerade selber nicht so richtig. Okay. So, ein Level machen wir noch. In dem Part. Wo sind wir denn? Wir sind bei 30 Minuten. Ja, okay, ein kurzes geht noch. Die sind ja alle recht kurz hier, die Level. Das kriegen wir hin. Auch hier 25 Sekunden, sehr schön. Aber ich mag die Level. Er hat einen angenehmen Baustil. Er hat einen angenehmen Baustil. Das kriegen wir durch. Plopp. Das kriegen wir auf jeden Fall durch. Also dann im nächsten Partner. Ich würde gerne alle spielen von ihm. Hier geht es recht viel oben rum. Man könnte aber auch unten rumgehen wahrscheinlich. Ja, man kann auch unten rumgehen. Das war ein riskanter Sprung. Muss ich jetzt hoch oder runter? Ich muss hoch, okay. Hüppa! Ach so, einfach hier hoch. Ah, und jetzt muss ich hier rein. Oh, nee, muss ich nicht. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Wow, das war... Wow. Okay, das mein Ziel. Das Level ist das machen wir uns mal ganz kurz anders. Das können wir uns mal kurz in groß anschauen. Was er alles so an Wegen gebaut hat. Und ich werde nicht mehr versuchen, von dem Nickrig den Rekord zu brechen, weil ich sehe schon, wenn er hier 25 Sekunden durchkommt, ist das ordentlich. Ne, wie ging das? So ging das. Nein? So. Da kann man jetzt mal so ein bisschen gucken. Ah, hat hier... Auch hier wieder... Das sieht jetzt... Jetzt sieht man eigentlich erst so richtig die Schönheit dieses Levels, ne? Weil man diesen ganzen Teil da unten, dieses ganze, die ganze Bergwelt... Und dass das... Oh, das ist so eine Art Wasserfall oder was da runter geht. Das ist tatsächlich eine Art Wasserfall. So jetzt vom Aussehen her. Klar, wenn man es spielt, sind es einfach Blöcke. Aber als wenn man das sich so anguckt, hat er eine echt schöne Berglandschaft gebaut. Na, das hat man beim Spielen überhaupt nicht gefühlt. Das sieht halt voll cool aus. Wow. Da hier kommt nochmal so ein Wasserding raus. Also pixelart-technisch ist das Level schon mal sehr schön geworden. Aber den Wasserfall spürt man nicht so wirklich beim Spielen. Das sind halt, dafür sind es halt die Eisblöcke eigentlich so in der Richtung, ne? Aber sieht voll cool aus. Schön, dass es diese Zoom-Funktion gibt, Nintendo. Danke dafür. Auch wenn ihr das nicht hört. Komme ich da wieder raus? So. Ne? Okay. Dann haben wir jetzt für nächstes Mal noch 1, 2, 3, 4. 14 Level. Ich weiß nicht, ob ich die in einen Part bekomme, sonst machen wir halt drei Parts für Markus. Ich denke, das ist okay, weil ich denke, die Level gefallen euch auch, die wir hier sehen können. Hoffe ich jetzt mal. Ich weiß es nicht. Ich versuche auch nicht so lange, mich mit Weltrekorden aufzuhalten. Wenn ich mal das Gefühl habe, ich könnte einen schaffen, dann werde ich es vielleicht probieren, aber wenn Nickrig den Rekord hat, lasse ich es sein. Der ist schon perfektioniert, habe ich festgestellt. Okay. Gut. Dann, oh, guck mal, hier hat Nickrig nicht den Rekord. Vielleicht kann man ja Rama schlagen nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.